Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum 10. Koloss und das ist unser 8. Let's Play und damit schalte ich auch direkt schon mal rüber aufs Spiel. Und wir sind wie immer dort, wo wir sonst auch sind, und zwar halt in diesem Palast-Tempel von einem Dormin. Was auch immer. Von Dormin. Der rückwärts Nimrod heißt. Ach, stimmt, das ist, oder das, richtig ja, rum stimmt, heißt der ja Nimrod. Also Nimrod gesagt. Ist ja auch so ein griechischer König, glaube ich, gewesen. Genau, und sind dort, um unsere Geliebte zu retten. Wir haben eben schon 9 Kolosse besiegt, kommen jetzt zum 10. und wir wissen schon, dass es ein schlangenähnliches Ding, ein schlangenähnliches Ding sein wird. Wir können auch direkt mal gucken, hast du gerade schon geguckt, in welche Richtung er ist? Ich lerne auch jedes Mal neue Möglichkeiten, auf dieses Pferd aufzusteigen. Ich habe ja auch schon festgestellt, ich kann voltigieren, warte. Hä, wie war denn das? Wie geht das jetzt nicht mehr? Du musst doch ganz kurz auf Gas, oder? Nee, ich kann auch so voltigieren. Ach so. Jetzt macht das aber nicht. Doch hinlegen, jetzt kann ich mich hinlegen, aber das letzte Mal ist er so aufgestanden. Ja, das hast du ja auch schon öfters geschafft. Komisch, dass das jetzt nicht macht. Gut, ja, ich muss aber, ich hab natürlich. Hast du schon geguckt? Genau, ich habe natürlich schon geguckt, wo ich lang muss. Ich muss da rüber. Ah ja. Also da so. Ja, gut. Da, wo der Strahl hindeutet, da muss ich hin. Siehst du das, wo der Strahl hindeutet? Ja, jetzt schon, ja. Danke, Stefan. Schneller, Pferdchen, schneller! Lauf wie der Wind. Oh nein, eine Schlucht. Ich muss also wieder über die Brücke. Ach Mann. Das ist jetzt schon fast ein bisschen langweilig. Ja, schon, aber ich fand das, als ich so für mich gespielt habe, echt voll entspannt. Also es sagen total viele, dass es voll langweilig ist, aber ich meine, wir laufen jetzt das vierte Mal über diese Brücke drüber. Entspannt. Das ist halt so eine coole Vorbereitung auf den Gegner, finde ich. Aber das ist wahrscheinlich nicht jedem seins. Ich finde das schon auch schön, aber es ist halt jetzt einfach so das vierte Mal, dass wir über diese Brücke laufen. Oder das fünfte, oder was ja, weiß ich. Ja, das stimmt. So, also ganz kleines bisschen, hätte man das besser machen können. Aber das ist ja, man hätte es ein bisschen, stimmt. Ja. Ja, man hätte den Anfang ein bisschen vielfältiger gestalten können und auch eine zweite Brücke dazu machen. Oder beziehungsweise, es gibt ja eine zweite, aber eine dritte Brücke dazu machen können. Aber ansonsten finde ich das mit den Reisen eigentlich echt cool, weil du halt auch immer ein komplett anderes Gebiet reist. Also mal irgendwie Wasser, mal Wüste, gerade eben jetzt sowas sein Düsteres. Wird, oder? Die Wüste wird doch das nächste sein, hat er doch gesagt. Unterm Sand, Schlange. Vermutlich, aber wir waren ja auch schon mal in der Wüste. Da war ja dieser Gegner in dieser Arena. Die Arena war ja auch in der Wüste. Falls du dich noch erinnerst, diese eine Echse, die so die Bände. Daran erinnere ich mich. Die habe ich besiegt. Das ist richtig, das ist korrekt. Genau, und dann waren wir ja letztes Mal in so einem vulkanähnlichen Gebiet mit diesen Mit Kratern. Den Geysiren, genau, ja. Also, das ist schon cool. Und da ist der Und ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt habe, aber ich habe tatsächlich vor kurzem wieder einen Artikel über Shadow of the Colossus gelesen, in dem stand, dass dieser Adler. Oder diesem Adler noch eine zentralere Rolle zugekommen wäre, hätte die PlayStation 2 damals mehr Speicher gehabt. Und zwar hätte man sich dann an dem Adler festhalten können und in neue Gebiete fliegen können. Oh, interessant, dass ihr das jetzt auch seht. Naja, Kingdom Come Deliverance wurde inszeniert. Yay! Ja, das spielen wir auch, aber nicht im Let's Play. Eine zweite Funktion, die es hätte geben sollen, beziehungsweise eine zweite Erklärung, die es hätte geben sollen, wäre ein Auge der Kolosse gewesen, durch das dann dieser Fokusmodus, also dieser Fokus auf den Koloss erklärt werden sollte. Auch das hat es leider nicht ins Spiel geschafft. Man hätte sich also zuerst so ein Auge irgendwie organisieren müssen und dann die Fähigkeit gehabt zu fokussieren? Wahrscheinlich, ja, genau. Also man hätte das vielleicht mit dem ersten, der ja noch relativ einfach war, bekommen, hätte da noch nicht fokussieren können und dann später wäre das halt so erklärt worden. Okay. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob sie das einfach rausgenommen haben, weil es ihnen dann am Schluss nicht mehr gepasst hat, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass die PS2 so wenig Speicher hatte, dass so ein kleines Element wie ein Auge nicht integriert werden hätte können. Aber vielleicht war es auch die Cutscene, die dazu. Muss ich jetzt, also ich komme hier wieder nicht hoch, oder? Nee, ich glaube also nicht. Da komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss wieder außen rumlaufen, also wahrscheinlich da lang. Hm.
diese langen Wege. Da weiß ich auch immer gar nicht, was ich so lange plappern soll, weil ich kann ja noch nichts verraten. Du darfst ja noch nichts verraten. Und das, was schon kam, habt ihr ja alle hoffentlich gesehen. Und wenn nicht, guckt es euch an. Ja. Aber also nicht jetzt, weil so jetzt, parallel jetzt, guckt ihr grade, jetzt guckt ihr gerade ja das andere. Es wäre dann irgendwie nicht so ideal, das anzugucken. Aber vielleicht danach einfach. Das sieht ganz schön felsig aus. Was ist denn das da? Kupfer wahrscheinlich. Oh, 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 ein Schrein! Hä, war ich da nicht schon mal? Mir kommt es gerade auch bekannt vor. Ich bin mir gerade nicht... Nee. Oder? Ich weiß nicht mehr. Leuchte doch mal. Vielleicht siehst du dann... Nee, da kannst du ja nicht. Aber in der Sonne kurz... Vielleicht kannst du dann ja sehen, ob es da wirklich reingeht. Ich will doch nur zu dem Schrein. Da rein will ich gar nicht. Ah. Naja, aber es könnte da ja auch reingehen. Quasi. Ich muss da schon rein, ne? Ich glaube schon, ja. Ich war mir nämlich auch gerade nicht mehr sicher, ob wir da schon waren oder ob das jetzt einfach ähnlich aussieht wie ein anderes Gebiet. Aber scheint wohl ein neues zu sein. Das sieht voll aus wie... Nee, guck mal, hier waren wir doch schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es sieht voll ähnlich aus wie ein anderes Gebiet, aber ich glaube, da mussten wir erst in eine andere. Weil jetzt, der leuchtet doch schon. Wenn der doch so leuchtet, dann habe ich den doch aktiviert. Echt? Ich würde sagen, ja. Aber wenn wir das letzte Mal ja in der Wüste waren... Und davor diese Höhle gelaufen sind, ist das ja irgendwie nur logisch, dass wir da jetzt wieder durch müssen. Das kann durchaus sein. Das kann aber auch, aber nee. Ja, kann sein. Dann müssten wir, glaube ich, in einem Wald rauskommen. Sehen wir dann ja gleich. Vielleicht habe ich aber auch einfach komplett die Orientierung verloren. Das kann auch gut sein. Ja, aber guck mal, hier sieht es schon sehr wüstelig aus. Ja, guck mal, aber das ich glaube... schon sehr Wüste. Ja. Okay, es kam mir bekannt vor, weil ich es halt ja schon... Weil du da schon mal warst. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Nee, aber eben. Hier wird doch jetzt gleich der Koloss kommen, oder? Wahrscheinlich. Oder liegt der ist auch wieder heftig. Wollt nichts verraten. Verdammt, das ist heftig. Ich kann einfach nicht anhalten. Sie muss einfach spoilern, ja? Was ist denn das da drüben? Was da? Ist das vielleicht ein Ausgang einfach nur? Ich gehe mal ins Licht. Das Licht ist immer ein guter Weg. Ja. Das war auch der richtige Weg in dem Falle. Der Weg ins Licht. So, und jetzt wackelt die ganze Erde und da ist er auch schon. Ach, es ist also quasi wie Tauchen, nur... Im Sand. Nur, dass du halt... Ja, das siehst du dann ja auch nicht. Aber ja, quasi. Also er ist ähnlich wie dieser... unter Wasser. Koloss, der unter Wasser war, genau. Weil es war ja auch so eine Unterwasserschlange oder ein Aal halt. Und das ist jetzt halt auch wieder so ein Schlangenähnliches oder eher so ein Erdwurm. Vielleicht so ein bisschen. Ein Sandwurm. Habe ich das erzählt? Ich war ja letztes Jahr im... Jetzt kommt's. Ich war letztes Jahr ja im Sommerurlaub irgendwie noch, falls du dich erinnerst, ne, als ich in Südafrika war. Und da waren wir auch am Kap der Guten Hoffnung und sind halt auch an den Strand. Also da ist halt auch ein Strand so in der Nähe und da waren wir halt ganz kurz. Und dann haben wir uns da hingesetzt und gechillt und unsere Füße irgendwie in den Sand reingemacht und so weiter und so fort. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann bin ich irgendwann aufgestanden und dann hatten wir so ganz viele so kleine... Huch! Ups. Da hatten wir dann so ganz viele, so ganz kleine, so, naja, so Käferchen an den Füßen. Oh, war das eklig. Oh. Ich weiß nicht, was das war. Wir haben sie ganz schnell weggemacht. Ich bin wie in ein aufgescheuchtes Huhn tatsächlich einfach weggerannt. Niemand von uns hat irgendwelche Schäden davon getragen, aber angenehm war es nicht. So. Das glaube ich. Und jetzt bin ich tot. Ja, das ist richtig. Nee, doch nicht. Ne? Doch. Doch. Ich glaube, du musst dir bei dem, also wie gesagt, die werden ja immer schwieriger und ich glaube, du musst dir bei dem jetzt schon mal eine Taktik zurechtlegen. Und vielleicht sage ich auch richtig oder falsch, je nachdem, in welche Richtung du gehst. Oder vielleicht sage ich so, ja, ich mache mal so eine Andeutung und dann versuchst du es nochmal. Ich muss nochmal den ganzen Weg hinreiten, war das nicht so? Nee, ab dieser Cutscene, stimmt. Genau. Ach, zum Glück. Ja, das wäre schlimm. Oh, dann wäre es heftig. Das ich überlege die ganze Zeit, gefallen. Also ich habe ja, weil hier stehen ja diese Säulendinge, aber ich habe keine Möglichkeit entdeckt, da irgendwo hochzuklettern oder ich sehe sie einfach wieder. Doch, da war doch gerade. Ich lasse dich diese Runde nochmal probieren. Wenn du es dann nicht rausfindest, dann gebe ich dir einen Tipp. Gut. Oder vielleicht auch mehrere. Ich gebe dir mehrere Tipps. Ah ja, mach die Säulendinger kaputt. Die kleinen zumindest. War die Cutscene gerade eben auch schon so lang? Ja. Okay. So. Das ist eine große Sache, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinlaufe. Was ist, wenn ich mich jetzt hier hinter verstecke?
Huch. Hä? Sind wir auch. Ja, dann kann ich Tipps geben. Ein Tipp schon mal. Vielleicht weißt du es noch von den alten Kolossen oder von ein paar der alten Kolossen. Aber ganz oft war es so, dass du Agro draußen lassen musstest und dann alleine reingegangen bist. Jetzt kam Agro aber mit. Das bedeutet? Ich muss auf dem Pferd sitzen. Genau. Weil zum schneller laufen. Ja, weil du kannst dem nicht ohne Pferd ausweichen. Also du bist dann einfach zu langsam und er erwischt dich einfach ständig. Dadurch. Aber wie kriege ich ihn denn raus, sodass ich mich an seinem Feld festhalten kann? Du hattest schon eine gute Taktik gerade. Also ich muss ihn einfach gegen den großen Felsen, gegen den in der Mitte bumsen lassen. So wie den anderen, der mit seinem Schwert auf den Dingens gehauen hat. Als mal auf diesem Plateau oben, wo wir da hochgelaufen sind und so, und der hatte da so ein Schwert in der Hand und dann hat er, wenn der auf den Boden gehauen hat, ist nichts passiert, wenn der auf dieses Metalldingens gehauen hat, dann hat es was getan. Genau. Aber dann kann ich mich auch einfach, wo ist denn hier der Große? Die da, die hier zum Beispiel. Genau. Beispielsweise. Versuch's mal aus. Ich hatte dann am Schluss eine bessere Taktik für mich dann ausgemacht, aber versuch's mal. Nee, mal. Ich glaube, das könnte eventuell auch funktionieren. So, aber wenn ich mich jetzt hier hinterstelle, dann brauche ich doch nicht Agro, um wegzulaufen, wenn er dagegen rennt. Er rennt gar nicht dagegen! Deshalb! Oh no! Ich stehe direkt neben dir, aber du rufst einfach trotzdem mal. Vorsichtshalber. Okay, gut. Ich weiß leider. Ah, doch! Ach, stimmt, du musst ja vorher noch was anderes machen. Haha. Spoiler. Ich muss. Bevor ich ihn gegen den Felsen rennen lasse, muss ich noch was anderes machen. Ja, weil sonst sieht er den Felsen. Sonst sieht er den Felsen? Zu viel des Guten. Naja. Aber wie soll ich ihn denn erblinden lassen? Wo ist er denn, der Sack? Ah, da ist er. Nein, ich lauf doch weiter! Der kann nicht weiterlaufen, wenn der da drin ist, oder? In diesem Treibsanddingens. Nee, da kann er nicht weiterlaufen, aber ansonsten kann er eigentlich schon weiterlaufen. Du musst halt nur aufpassen, wo du mit ihm hinläufst. Ich glaube, das ist jetzt schon der Gegner, bei dem wir am öftesten gestorben sind. Oh, das wird noch interessant im folgenden Spiel. Naja, also nicht nur bei dem Gegner. Ich meine, den kriegen wir hin, aber es wird spannend. Ich bin gespannt. Der ist schon knifflig. Also, ich muss ihn blind machen. Und dann kann er gegen das Dingens buchsen. Ja. Gegen den Felsen. Ja. Wie mache ich ihn denn blind? Mit meinem Bogen vielleicht. Aber wie treffe ich. Ansatz? Wie treffe ich denn die Augen? Das wäre schon zu viel verraten. Versuch's einfach mal. Wenn es wieder nicht klappt, dann sage ich dir, was du machen musst. Im Sonnenlicht stehen. Aber kleiner Tipp: Du kannst auf jeden Fall reiten. Auf Agro und dich dabei umdrehen und Agro läuft trotzdem noch in die gleiche Richtung weiter. Das geht. Das ist halt auch wichtig, weil sonst kannst du halt nicht zielen. Und wie gesagt, kannst du den Gegner ja im Blick behalten. Du musst nur halt auch Agro steuern weiterhin. Also, weil sonst rennt er halt einfach random gegen Wände. Das ist auch echt nervig. Da musst du echt viel gleichzeitig machen. Du musst halt ständig in Bewegung sein mit Agro. Vor allem, weil ich nicht hinkriege, dass Agro in... Ja, ich weiß, das ist total schwierig. So, jetzt habe ich ihn hier. Genau. Und jetzt kann ich ihn ins Auge schießen. Richtig. Weil er so riesige Glubschi hat. Und dann hat er mich trotzdem getroffen. Nein, warum? Weil ich das Pferd nicht mehr steuern konnte. Aber du siehst schon... Hä? Oder, nee, backt er jetzt? Bist du tot? Ja, ich bin tot. Warum bist du denn tot? Weil ich... Keine Ahnung. Das habe ich jetzt gerade auch nicht. Okay, I got it. Deswegen zeigt er auch die riesigen Augen in dem Bild. Das kann sein, dass es ein Tipp war. Also, vielleicht sieht man sonst auch immer die riesigen Gesichter, aber es wird mir jetzt gerade so. Das ist mir vorhin schon beim allerersten Mal, ist es mir schon aufgefallen, dass man die Augen so ganz krass sieht halt. Deswegen. Okay. Und der kann doch aber auch gegen eine Wand bupsen, oder? Es ist vollkommen wurscht. Muss ich beide Augen blind machen? Ich befürchte, ich das überhaupt? Ja. Das sagt also, sie so einfach in ihrem jugendlichen Leichtsinn, ja? Also bitte. So.
die Steuerung ist invertiert. Ist sie? Ja. Wenn du dich umdrehst, meinst du jetzt, oder insgesamt? Ja, wenn ich mich umdrehe. Ja, dann ist sie invertiert. Also du bewegst ihn halt, ja, halt so wie du... Vorsicht, ne? Falls eine Wand kommt. Okay. Gut, ja. Geschafft. Cool. Was habe ich geschafft? Na, dass der Koloss zum Stehen kommt. Ach so, und jetzt kann ich hier an ihm vorbeirennen und irgendwie versuchen hochzukommen. Ich weiß bloß nicht wo. Ja, ich glaube von hinten. Das ist halt auch echt schwierig. Aber das... Schwertwechsel? Habe ich doch schon. Okay. Oh, verdammt. Und weg. Wo ist mein Hotte Hü? Aber gut. Guck, jetzt hast du es ja schon zumindest einmal geschafft. Jetzt musst du es ja noch ein zweites Mal hinbekommen. Das wird spannend. Aber du weißt jetzt zumindest, wie es geht. Also das wird auf jeden Fall ein Spaß. Ich bin zuversichtlich. Leuchten ist nicht so praktisch. Aber ich würde auch auf... Das ist echt nervig, mit dem Pferd gleichzeitig steuern und dabei noch auf Gegner achten und zielen. Und also das ist wirklich ein bisschen anstrengend jetzt, aber es wird schon. Oder auch nicht. Ich sehe ihn ja auch nicht. Hä, aber ich habe ihn doch anvisiert. Vielleicht ist er... ich weiß nicht. Aber vielleicht musst du dich... Da, jetzt. Ja, ja. Ah, scheiße. Ah, shit. Weg. Panik. So, also nochmal. Ich visiere ihn an. Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe ihn anvisiert. Ich wechsle in den Bogenmodus und ich drehe mich um. Nein, nicht stehen bleiben. Ah, ich will da nicht stehen bleiben. Ich will da nicht stehen bleiben. Ich will ja nicht stehen bleiben. Ich will ja nicht stehen bleiben. Da ist eine Wand. Geh weiter. Weiterlaufen, sage ich. Weiter. Warum läufst du denn nicht? Und schon wieder eine Wand. Und tot. Und tot. Noch nicht ganz. Oh Gott. Ich glaube, ich würde mich erstmal in der Ecke verkriechen, irgendwo in der Wand. Aber guck mal, jetzt ist er nicht aufgestiegen, als ich das wollte. Mann, ey. So. Das wird spannend. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Cool, vielleicht kannst du dich dort regenerieren. I see you, Honey Bunny. Mal gucken, ob er einfach... Oh, das wäre jetzt natürlich auch cool. Wenn er jetzt nochmal rausgucken würde. Aber tut er natürlich nicht. Okay, und er ist auch nicht so blöd, dass er einfach gegen die Wand läuft. Schade. Aber wenigstens kann er uns so nicht erwischen. Dann können wir ein bisschen uns ausruhen. Oh. Der ist echt anstrengend. Was ein Stress hier. Ja. Aber wie hast du es denn dann gemacht? Wenn du sagst, du hattest eine leicht andere Strategie. Na, du hattest ja am Anfang den Plan gegen diese Pfeiler. Und ich bin halt direkt gegen die Wand gegangen. Also ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, wenn du gegen die Pfeiler bist. Ah, so, man soll so. Ich bin halt immer auf die Wand gegangen. Das erschien mir ein bisschen logischer. Ja, das ist auch irgendwie logischer. Aber auch nur, wenn man es gut macht. Nicht so gut. Ja, aber ich bin da auch... Also ich bin zwar nicht gestorben, tut mir leid, aber... das ist schon okay. Ich habe echt ewig gebraucht, den zu besiegen, weil der halt echt... Naja... Pferd steuern, Bogen steuern, Gegner im Blick behalten, ist halt nicht so einfach. Und vor allem, weil das dann plötzlich, und das hat mich ja so irritiert, gerade auch am Anfang, L2 ist es doch. Mit was? Ihn anzuvisieren. Ja. Ist er schon hinter dir? Ich drücke L2 und er macht nichts. Ja, vielleicht.
Ah nee, okay, der hat sich gerade verbuddelt. Jetzt, da, jetzt kommt er. Kommen. Ah! What? Oh no, er kam von vorne. Das ist... Das ist schlecht. Oh no. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist wahrscheinlich wirklich die längste Folge hier von dem Ding. Ja, bislang zumindest, ja. Mal gucken, was noch kommt. Oh, nicht stehen bleiben. Aber warum bleibst du stehen? Nicht stehen bleiben. Warum bleibst du stehen? Warum bleibst du stehen? Warum bleibst du stehen? Nein. Nein. Der frisst mich auch. Hast du gesehen, er hat seinen großen Mund aufgemacht. Ja. Aber ich habe doch die ganze Zeit Dreieck gedrückt. Warum ist er denn stehen geblieben? Ich weiß nicht. Manchmal ist er ein bisschen bockig. Musst mir helfen. Helfen musst du mir. Nicht dich hier... Was Pferde halt so tun. Äpfeln oder weiß der Teufel was nicht. Bocken. 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 Pferd? Ich glaube. Also steigen halt, ne, wenn das irgendwie, ja, stimmt, ich dachte, schon. Ich lerne hier so viel über Pferde drin, ja, dieses Spiels. Auch, also unglaublich. Ist, ja, faszinierend. Unglaublich. Vielleicht nehmen wir einfach mal eine Reitstunde nach dem, nach nee, diesem ich Let's mach Play. Das nie wieder. Sie haben jetzt 3 von 3 Pferden runtergeschmissen. Ich glaube, sie wollen mir bedeuten, dass ich dafür nicht gemacht bin. Also. Wir lernen daraus, wenn der Gegner nicht hinter dir ist, dann ist er meistens vor dir. Dann ist er jetzt dort. Dann renne ich jetzt hier so rüber. Ach je. Jetzt ist er ja... Ja. So. Warum bleibst du stehen? Nein. Aber ich habe doch Dreieck gedrückt. Warum bleibst du stehen? Warum? Sag es mir doch einfach. Warum? Oh. Du hörst es doch, dass ich Dreieck drücke. Ach. Warum ist er stehen geblieben? Ich verstehe das jetzt nicht. Ich weiß nicht. Vor allem, ich habe es am Anfang auch hingekriegt. Jetzt vielleicht plötzlich nicht war mehr. Irgendwie ein Hindernis dazwischen und er ist einfach deswegen stehen geblieben. Aber das dritte Mal jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich wirklich zu doof, das Vieh zu steuern, ne? Mann. Hoch da. Ist auch interessant. Der steigt ja auf. Ja, der hat keine Reitbügel, ne? Wie heißen die? Steigbügel. Reitbügel. Auch das. Der Steigbügel. Der drückt quasi gegen die... Was sind das? Die Schulterblätter sind das ja hier. Das da vorne sind ja die Schulterblätter. Ja, aber das machst du ja auch mit Steigbügeln. Der macht das halt nur mit dem bloßen Fuß. Aber ansonsten machst du das ja auch so, dass du halt so quasi auf die Vorderläufe drückst, so ein bisschen. Ja. Hoffentlich funktioniert's jetzt. Achso, eine Kamera darf ich ja nicht drehen. Er scheint aber jetzt irgendwo unterwegs zu sein. Weil die Decke hat schon wieder gewackelt. Aber da, wo ich hinvisiere, also wenn ich hier, wenn ich quasi anvisieren mache, dann ist er irgendwo da drüben. Nicht da, wo ich bin. Okay. Ich möchte aber nicht zu nah in seine Richtung laufen, ehrlich gesagt. Ah, da ist er. Guck mal da. Ach da, ja, dann umdrehen, oder? Ja, das versuche ich gerade. Da, siehst du? Was? Ich hab nichts... Also warum tut er das jetzt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das wird schon wieder so gut. Ich drück die Daumen. Ah. Na? Ah. Hast du ihn getroffen? Und jetzt schnell zurück. Schnell zurück. Ach so, ich hätte auf dem Pferd bleiben können. Na egal, gut. Ist das jetzt da oben? Ja, ich glaube schon, du musst dich hochkämpfen. Schneller! Nein! Schneller! Und laufen! Und festhalten! Und
Stirb! Na, nicht ganz. Jetzt aber. Das reicht schon. Gut. Oh ha. Gott. Das war ja wieder was. Ja. Gib mir ein High Five. 10, 15, 20. Tja, aber wir haben tatsächlich so lange gebraucht wie sonst auch, aber es war gar nicht länger. Wahrscheinlich, weil der Weg schneller war. Ja, doch, stimmt. Ja, wahrscheinlich. Und wir haben uns nicht verlaufen. Und wir haben uns nicht verlaufen, was uns ja auch schon ein paar Mal passiert ist. Oh. Ah, geschafft. Ah, so. Ah, sowas hasse ich, ne? Pferd steuern, irgendwie. Ja, das Bogen Multitasking steuern, ist auch überhaupt nicht. Dann auch noch auf Rennen drücken die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, warum es stehen geblieben ist, weil ich habe nämlich, man muss Dreieck drücken, um das Akku rennt. Und wenn du den linken Stick nach hinten ziehst, dann bremst der. Ich habe ihn ja aber extra losgelassen, damit das nicht passiert. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das ist mir übrigens auch sehr oft passiert. Also gerade bei dem Gegner, dass halt Akku einfach mal stehen geblieben ist, weil ich mich gedreht habe und er das falsch interpretiert hat. Keine Ahnung. Aber es ist echt ein bisschen schade. Aber wir haben es ja geschafft. Ist es eigentlich schlimm? Ich weiß, das Spiel ist eigentlich traurig, aber ist es eigentlich schlimm, wenn ich jetzt sage so, ich bin froh, dass ich ihn getötet habe? Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Also ich kenne das Gefühl, dass aber es ja, halt aber so... Nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ich kenne das Gefühl, dass es halt so voll zwiespältig, weil du freust dich total, dass du ihn endlich besiegt hast, aber du weißt, du darfst dich nicht freuen und du kriegst halt erst so schlechtes Gewissen. Ich spiele es ja zum ersten Mal und wenn ich mich nicht belesen hätte, dann wüsste ich gar nicht, dass ich mich nicht freuen darf. Ja, aber das Spiel suggeriert das ja auch schon. Also wir hören das hier jetzt leider nicht so gut, aber das Spiel suggeriert ja halt auch schon durch die Musik und dadurch, dass das ja dann in dich reinfließt und das halt so... Ja, stimmt. Das ganze Böse. Und dich so irgendwie so dann sofort niederwirft und auch so schwarz ist und dann so schwarze Gestalten um dich ganz traurig auf dich gucken. Also es suggeriert schon, dass es nichts Gutes ist. Dass das nicht richtig ist, was ich da tue. Gut. Ich habe die Beschreibung verpasst, aber wir machen uns jetzt irgendein Flammenwächter. Ah ja, okay. Genau. Ach ja. Im nächsten Teil. Ja. Machen wir uns auf den Weg. Willst du uns noch kurz groß machen? Ach oder? Ja, immer vergesse ich es. Letztes nicht, Mal habe ich es nicht vergessen. Nee, aber diesmal. So, das war's für dieses Let's Play. Beim nächsten Mal versuche ich mich besser anzustellen. Und bis dahin, tschüss.